Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um Ausrüstung. Was habe ich mit dabei, wenn ich draußen unterwegs bin? Und das zeige ich euch nach dem Intro. Was habe ich dabei, wenn ich draußen unterwegs bin? Ich habe eine Menge Ausrüstungsgegenstände. Manche Sachen, ja, waren Fehlkäufe, die benutze ich eigentlich gar nicht mehr. Die werde ich auch nicht zeigen. Einige Sachen habe ich immer dabei, manche optional, je nach Umgebung und Bedingungen. Fangen wir einfach mal an. Ja, ich fange einfach mal unten an quasi mit den Schuhen. Und zwar habe ich hier, habe ich schon mal vorgestellt, ganz kurz nur, die Lowa Renegade. Die hat mein Bruder mir zu Weihnachten geschenkt. Wirklich absolut geniale Schuhe. Super stabil, wasserdicht, komplett aus Leder. Diese ganzen Kunststoffmaterialien, die es da gibt, die finde ich gar nicht gut. Die werden irgendwann, werden die immer wasserdurchlässig. Deswegen kann ich damit gar nichts anfangen. Wie ihr seht, Schnürsenkel sind ab, weil die heute noch eingewachst werden. Ich werde die nicht fetten oder mit Öl behandeln, sondern nur wachsen, weil dann ja diese Atmungsaktivität noch beibehalten bleibt. Und ich finde, für Leute wie wir, Sondengänger, die wirklich oft draußen sind, da sollten wir auf jeden Fall nicht sparen und wirklich gutes Schuhwerk uns besorgen. Ja, als nächstes die Hose oder die Hosen, die ich gerne trage. Ja, die sind sehr praktisch. Man muss bedenken, wenn wir mal durchs Unterholz kriechen müssen oder durch Dornbüsche, teilweise Stellen mit Brennnesseln, da braucht man auch gutes Material. Und deswegen nehme ich diese Moleskin-Hosen. Ja, habe ich, habe ich erst heute auch gelesen, das bedeutet Moleskin, Maulwurfshaut. Das ist halt ein extrem dichtes Baumwollmaterial. Hier sind solche Bundeswehrhosen, kriegt man ab, habe ich heute mal geschaut, ab 15, 16 Euro und abwärts oder aufwärts besser gesagt. Ja, das ist hier von der Firma, ich muss mal gucken, Leo Köhler GmbH. Die sind wirklich absolut mega robust, habe ich mir zwei von gekauft. Die haben Seitentaschen und die kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr da mal durch Dornbüsche musst, durchkriechen müsst oder wie gesagt durch Brennnessel Stellen, holt euch die, die sind absolut dicht und da könnt ihr durchkriechen, da bekommt ihr keinen Dorn ab und ja, ich muss immer waschen, ne? Aber kann ich nur empfehlen, super robust, super stabil, kann man absolut nichts mit falsch machen und auch, ja, sind auch noch ziemlich günstig. Ja, der nächste Ausrüstungsgegenstand, das ist die Weste, eine Weste, die habe ich von Miltec, die ist ja ziemlich günstig, hat den Vorteil, hat Reißverschluss und Druckknöpfe. Mein Reißverschluss ist leider defekt, da habe ich irgendwie auch mit anderen Jacken immer irgendwie ein Problem, die gehen mir immer schnell kaputt, aber ist egal, auf jeden Fall, wenn der Reißverschluss kaputt ist, die Druckknöpfe funktionieren immer. Ja, die Weste hat zwei große Taschen unten, an der Seite zwei kleinere Taschen und eine hier an der kleinen Seite, an einer Seite eine sehr kleine Tasche, da kann man eine Menge Zeug verstauen. Ne, da zum Beispiel werde ich hier in die Seitentasche kriege ich meine Kamera zum Beispiel rein und hat auch eine Innentasche und da drin befindet sich, einen Moment, da drin befindet sich dann so eine Tüte, da sind die Fundzettel drin, die ich ausfülle, wenn ich was finde. Da sind Fundtüten drin und ein Kugelschreiber. Das ist das alles, was ich benötige, um meine Funde vernünftig einzumessen. Das ist halt in der Seitentasche drin, immer am Mann. Und sollte man immer dabei haben, damit man auch wirklich den Fund direkt verorten kann. Wenn man zu Hause ist und das vergisst, ja, dann wird es dann schwierig zu wissen, wo man seinen Fund gemacht hat. Deswegen empfehle ich euch,
ja, so eine kleine Packung mit Fundzetteln. Da steht drin, ja, Prospektionsfund, Fundnummer, Gemarkung, Landkreis, Finder, Datum und Objekt. Und ja, könnt ihr euch selber zusammenbasteln. Finde ich eine gute Sache. Was ich auch immer sehr oft dabei habe, das ist diese kleine Dose. Die hat so 4 Befestigungspunkte. Ist wasserdicht, ist jetzt nicht so wichtig. Aber was ich da drin habe, sind auch verschiedene Fundtüten. So kleine Stoffstücke, die mache ich nass und die bleiben dann in der Fundtüte. Hier sind übrigens noch Funde drin. Die bleiben dann schön feucht und da löst sich schon mal der gröbste Schmutz und man hat es dann deutlich einfacher, die zu Hause zu reinigen. So eine kleine Zahnbürste ist auch mit dabei. Also ich nehme eine alte Zahnbürste, säge die durch den Griff, damit die hier in die Dose reinpasst. Und dann habt ihr immer ein kleines Set mit dabei, um Funde direkt sauber zu machen. Der nächste Ausrüstungsgegenstand, das sind die Chainsen Pro. Die gibt es beim Eifelsucher. Das sind so Teile, die kann man sich, habe ich auch schon mal vorgestellt in dem Video, die kann man sich um die Schuhe machen. Das ist so ein Gummimaterial, das dehnt sich dann. Und diese Spitzen hier, die kann sich wirklich saugeil in den Boden rein, kann ich nur empfehlen. Die sind einfach nur spitze, wenn ihr unebenes Gelände habt, zum Beispiel Steilhänge oder wo viel Steine sind oder auch, wenn es mal Flächen vereist sind, gönnt euch die ruhig, bestellt die euch. Das Packmaß ist auch sehr klein. Das ist in so einer kleinen Tasche drin, da ist noch so ein Clip, den kann man dann an den Rucksack packen, aber ich habe die immer im Rucksack mit drin. Extrem kleines Packmaß und die möchte ich auf jeden Fall nicht mehr missen, sind immer mit dabei. Auch immer mit dabei am Gürtel ein schönes Victorinox Multifunktionsmesser. Ja, ist eigentlich alles drin. Wie gesagt, klar, Korkenzieher, Minischraubendreher, verschiedene Werkzeuge. Für mich ist das Wichtigste das Messer, die Säge. Da kann ich mir, wenn ich mal im Stalllang bin, so einen kleinen Stock schnitzen. Und das ist dann für mich deutlich leichter, wieder nach oben zu kommen. Aber auch bergunter ist das sehr gut. Also die Säge funktioniert hervorragend. Ich zeige es euch mal, wenn ich sie gerade schnell finde. Ja, hier ist sie. Also kann ich nur empfehlen, ist übrigens also in diesem speziellen Fall hier, da ist sogar ein Kugelschreiber mit dabei. Finde ich echt eine gute Sache, wenn ihr mal einen Fundzettel schreiben wollt und der Kugelschreiber, habt ihr vergessen, da ist einer mit drin, der schreibt auch sehr gut. Und eine Besonderheit hier ist noch, wir haben eine Taschenlampe. Ganz praktisch, wenn ihr mal zum Beispiel, ihr habt jetzt ein Loch gegraben und da ist irgendwie ein Fund drin und ihr könnt das schlecht sehen. Und dann könnt ihr hier mit der Lampe mal reinleuchten und schauen, ist es jetzt ein Eisenstück oder so, müsst ihr weitergraben. Also als Beleuchtung für die Funde im Loch auch sehr gut geeignet. Dann auf jeden Fall hier nochmal so ein Anti-Verlust-Dings. Kann man einen Gürtel klippen, damit ich das Messer ja nicht verliere. Das habe ich nämlich von meinem Bruder geschenkt bekommen und das möchte ich nicht verlieren. Deswegen auch so ein Teil hier dran. Gibt es auch beim Eifelsucher für ganz kleines Geld. Legt ihr oft als kleines Gimmick noch mit der Bestellung mit dazu. Also auch sehr gut. Ja, wenn es mal dunkel wird draußen, nochmal eine größere Taschenlampe, die passt schön in den Rucksack rein, ist sehr schlank, ist natürlich jetzt keine Maglite oder sowas, aber ist mir schon mal passiert, war draußen am Suchen und im Wald ist es doch immer deutlich dunkler als auf einer freien Fläche. Ja, und dann wurde es auch ziemlich steil und da war ich froh, dass ich die Lampe dabei habe und nicht über irgendwelche Baumstümpfe gestolpert bin. Also sowas sollte man auch dabei haben. Ja, zum Bushcraften. Ich mache das auch ab und zu, Bushcraften.
Das heißt, so mich ein bisschen in der Natur aufhalten. Da habe ich dann auch ein größeres Messer. Das ist jetzt ein Kudemann, wirklich super schönes Messer, habe ich mir auch mal gegönnt, um die 70 Euro. Gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Farbvarianten. Super dicke Klinge oder besser gesagt Klingenrücken, über 5 mm. Super verarbeitet, wirklich ein ganz tolles Stück und eine schöne Lederscheide. Die nehme ich natürlich, das Messer nehme ich nicht immer mit, sondern ab und zu. Aber hier das kleine Victorinox, das habe ich auf jeden Fall immer mit dabei. Ja, wenn wir schon mal im Bereich Outdoor Bushcraften sind, dann was habe ich noch mit? Ja, hier, das ist so eine Fundtasche. Die kennt ihr auch schon, die habe ich auch schon mal gezeigt. Die hat so einen Zug hier. Dann ist das innen dicht. Das ist eigentlich eine Fundtasche, aber die nehme ich ja für immer verwechselnde Zwecke her. In dem Fall habe ich hier meine ganze, ja, mein Feuerset dabei. Das sind so ganz kleine Stücke von, ja, Metall, da sind Metallschwäne drin, die glühen halt sehr gut, wenn man mit einem Feuerstahl arbeitet. Ne, das ist ein Feuerstahl, erkläre ich jetzt nicht groß, aber man kann da halt Funken mit erzeugen. Die fallen dann zum Beispiel hier auf die feinen Metallspäne oder was ich noch dran habe, das ist Magnesiumstab, da kann man so Teile abraspeln, schweres Wort. Und wenn die anfangen zu glühen, dann kriegt man wirklich fast alles an, wie zum Beispiel, ja, was ich auch, Birkenrinde natürlich, die brennt sehr gut, das kennt jeder Bushcrafter, das ist wirklich ein extrem guter Zunder, noch ein bisschen davon. Oder was ich mir auch selber gebastelt habe, das ist auch sehr gut. Auch für Anfänger geeignet, die das Feuer nicht so schnell ankriegen. Das sind Wattepads, die sind getaucht im flüssigen Wachs. Die muss man dann aufbrechen und ein bisschen auflockern, die Fasern. Das brennt extrem lange und sehr gut. Da kriegt man auch jedes Feuer mit an, kein Problem. Ein bisschen in Alufolie eingewickelt, damit das zusammenbleibt. Ne? Also so eine Fundtasche. Ja, die kann man doch für sehr viele Zwecke benutzen. Und das ist halt jetzt im Moment, ja, mein Feuerstarter-Set. Ganz einfach. Wenn ich mal länger draußen bin und mal was zu essen haben möchte, das kennt ihr schon. Das ist ein schöner Becher mit so Faltgriffen. Tatonka oder so, glaube ich. Ja, Tatonka ist das. Die sind wirklich saugut. Jetzt habe ich es ein bisschen falsch zusammengesteckt. Jetzt geht das nicht auseinander. Doch, die kann man halt so falten. Da drin sind so kleine Döschen. Ja, das ist jetzt zum Beispiel Salz. Die habe ich aus einem 1-Euro-Laden, so 10 Stück oder so. Die sind wirklich nicht schlecht. Hier, ja, auch einer meiner Lieblingsgewürze, Curry. Da drin passt zum Beispiel eine kleine Dose Linse mit Würstchen oder sowas. Dann habe ich, ja, natürlich so ein bisschen Besteck, Messer, Gabel, Löffel. Dann natürlich mein Trangia-Kocher. Ja, der Trangia-Kocher, das ist ein Spirituskocher, der ist wirklich extrem kleines Packmaß. Super für draußen, kann man immer mitnehmen. Da ist noch eine Halterung dabei. Hier kann man einen Topf draufstellen, aber so viel esse ich ja nicht. Deswegen habe ich mir noch anfertigen lassen, so eine kleine Topfauflage. Da kann man dann wunderbar das Ding hier draufstellen und sich eine Dose Suppe heiß machen. Wirklich genial. Passt alles in so eine kleine Tasche rein. Ja, da ist noch ein Deckelchen drin. Der kommt dann auf den Becher drauf, damit das Wasser schnell heiß wird. Dann noch so eine kleine Fundtüte mit Tee für die kalte Jahreszeit. Und das passt alles in solche Beutel. Die habe ich jetzt vom MFH irgendwas, keine Ahnung, wo ich die nochmal her habe. Habe ich mir bestellt. Die hat auch so ein Molle-System. Also kann man einen Gürtel machen. Das würde ich jetzt nicht, aber das passt perfekt in den Rucksack. Oh, alles rausgebröselt hier. Das habe ich auch öfter mit dabei. Wie gesagt, je nachdem. Dann, ja, natürlich
Nalgene Trinkflasche kennen auch ganz viele von euch. Die sind halt sehr leicht, sind transparent. Da kann man immer gut gucken, wie viel Wasser habe ich noch, damit man sich's rationieren kann. Ja, zum Filmen habe ich zum Beispiel ja so eine kleine Halterung. Das ist so ein Mini-Selfie-Stick. Den halte ich dann so und spreche da rein. Das ist quasi das, womit ich meine Videos drehe. Habe ich immer mit. Dann, ja, auch was ganz Interessantes, kennt auch nicht jeder, das ist so eine Baumklemme. Ja, das heißt hier, das kann man aufdrehen, das ist wie so ein kleiner Schraubstock, eine Schraubzwinge, das kann man dann auf einen Ast machen, fixieren und dann hier ist dann, das kann man auch in jede Richtung drehen, das kann man abschrauben, hier gibt es verschiedene Punkte. Das kann man befestigen und dann hier so einen Kugelkopf, den kann man dann verstellen, sodass die Kamera dann immer gerade ist. Benutze ich dann, wenn ich in einem Wald bin und kein Stativ dabei habe, dann schraube ich das einfach an einen Baum und kann dann mein Video starten. Ja, Video starten, ganz wichtiger Stichpunkt. Dafür habe ich für meine EOS M3, die kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil ich mit der gerade filme. Das ist eine Fernbedienung, da ist ein Knopf drauf zum Auslösen. Auf der Rückseite ist ein kleiner Schiebeschalter. Hier kann ich zum Beispiel ein Foto machen. Das heißt, er stellt scharf, macht ein Foto, dann den Schiebeschalter nach oben, drückt drauf und dann nimmt er das Video auf und ich bin scharf gestellt oder das, was ich zeigen möchte. Wirklich kostet nicht viel Geld und sowas ist wirklich sehr praktisch. Ja, natürlich mein Mikrofon, mein Ansteckmikrofon, das ist von König, kostet wirklich, ich glaube, 4 Euro irgendwas, hat eine sehr gute Tonqualität nach meiner Meinung. Und dann habe ich mir noch eine Verlängerung gekauft, wenn ich mal weiter weg bin, damit ich mich da auch aufnehmen kann. Was ich noch mit habe, das ist ja die Funkkopfhörer von Xvideos, wirklich extrem leicht klein zusammenzufalten und vor allem hier drin ist ja ein vollwertiger Detektor. Das heißt, man bräuchte die Bedienungseinheit gar nicht, sondern einfach nur die Kopfhörer. Hier ist der Detektor mit integriert, deswegen sind die auch ziemlich teuer. Aber ja, muss man sich auch mal gönnen, wenn man ein Hobby hat, was man sehr häufig macht. Ist im Moment dabei, benutze ich nicht so häufig, aber die sind wirklich sehr gut. Ja, was ich noch dabei habe, das ist, ja, muss ich schon leider sagen, K.O.-Spray, Pfefferspray. Ich hatte schon mal einigen Stress mit Hunden gehabt. Ich habe das Zeug noch nie benutzen müssen, zum Glück, aber ich hatte schon wirklich echt üble Bekanntschaften in Anführungsstrichen mit Hunden gemacht oder Hundebesitzern. Gibt Leute, die immer glauben, die sind allein auf der Welt. Die Hunde werden nicht angeleint, die flitzen irgendwo rum und plötzlich stehen sie vor dir, so 3, 4, 5 Stück, ist mir auch schon passiert. Ist nichts passiert zum Glück, aber wenn es mal hart auf hart kommt, habe ich das trotzdem immer mit dabei, aber wie gesagt, zum Glück noch nie benutzt. Ja, Grabungswerkzeuge, was habe ich denn da? Da habe ich zum Beispiel hier von www. Metalldetektoren besonders.de, diese Hacke, die ist wirklich super, die ist klein, die passt in jeden Rucksack, super stabil und die nutze ich wirklich gerne für Böden, die ein bisschen härter sind. Da ist eine Spitze dran, da kann man den Boden ein bisschen auflockern, dann eine flache Seite und da kann man das Material dann rausnehmen. Habe ich sehr gerne mit und grab da auch wirklich sehr gerne. Wenn ich weiß, es geht auf eine Wiese, die sehr weich ist, also der Boden ist weich, da nutze ich dann den Spaten. Wo habe ich ihn? Jawohl, der ist hier. Das ist die Blackadder, die kurze Variante, aber in Edelstahl. Ich muss sagen, super verarbeitet auch, verbiegt sich nicht. Die andere Variante, diese schwarze, das ist ein anderes Material, die ist mir verbogen. Das macht damit nicht viel Spaß, aber das ist so im Moment mein Lieblingsgrabungswerkzeug. Die Blackadder in Kurz, in Edelstahl, die ist für Wiesen gut, die ist für Acker gut.
Kann ich nur empfehlen, wenn ihr den nicht habt. Und für Flächen, Moment, wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, sensible Flächen sondeln gehe, wie zum Beispiel Liegewiesen, Schwimmbad oder sowas, dann dieses Gartenmesser ist es eigentlich. Das habe ich damals entdeckt, irgendwo im Internet. Damals hatten das noch ganz wenig Leute. Als ich das dann mal im Video vorgestellt habe, haben die Leute das wirklich ziemlich häufig gekauft. Habe ich so wirklich so verfolgt. Das hat jetzt eigentlich jeder dabei. Es ist, wenn es wirklich neu geliefert wird, extrem scharf. Also da muss man echt aufpassen. Ich habe es meinem Vater mal geschenkt für seine Gartenarbeit und er hat sich prompt übelst geschnitten damit. Also wirklich Vorsicht. Stumpft natürlich mit der Zeit ab. Hier kann man wirklich ganz feine oder ja, sehr akkurate Löcher mitmachen und auch sehr gut wieder verschließen. Deswegen kann ich nur empfehlen, habe ich auch nicht immer dabei. Aber wenn ich weiß, ich sollte da nicht so viel rumbuddeln und nur kleine Löcher machen und akkurat wieder verschließen, dann ist das hier die erste Wahl für mich. Jo, was habe ich denn noch? Natürlich mein Handy, da sind diverse Apps drauf, wie zum Beispiel ja, Locus, das kennt ihr alle, oder was ich auch sehr gerne nutze, ist, ich glaube, das heißt wirklich so GPS-Widget, das ist keine App, sondern ein Widget, das ist dann auf der Oberfläche drauf. In der Pro-Version könnt ihr auch verschiedene Koordinatensysteme mit einstellen, zum Beispiel UTM. Format, damit sollen wir zum Beispiel einmessen und ihr habt Genauigkeitsanzeige, also wie genau das Signal jetzt kommt, also 5 Meter oder 10 Meter, muss man ein bisschen warten, bis es genau ist. Also ich finde das wirklich ein super Tool, kann ich euch gerne mal genauer vorstellen. Ganz wichtig nach meiner Meinung ist ein Erste-Hilfe-Set, kriegt ihr in jeder Apotheke für wenig Geld. Ich mach's mal auf, ja, Pflaster habe ich rein, sind natürlich mit drin, diverse Verbände, Kompressen und was ich noch reingemacht habe, ist ein Feuerzeug. Kann ja mal sein, dass man sowas braucht, deswegen Feuerzeug auch mit drin. Kostet nicht viel Geld und hat auch ein extrem kleines Packmaß für so, ich sag mal, kleine Verwundungen, wenn ihr euch mal irgendwo schneidet oder sowas. Ganz wichtig, sollte man immer damit dabei haben. Dann ein, ja, das habe ich nicht mit dabei, aber ganz gut habe ich jetzt entdeckt bei Amazon. Und zwar, das ist eine Steckdosenleiste, die hat aber so eine Reihe, die hat ganz viele USB-Anschlüsse. So könnt ihr viele Sachen direkt laden. Braucht nicht immer, wenn ihr nur eine Steckdose habt oder sowas. Die könnt ihr wirklich hervorragend nehmen. Steckt einfach eure verschiedenen USB-Anschlüsse rein. Könnt den Detektor laden, könnt das Handy laden, eure Kamera und, und. Sowas kann ich nur empfehlen. Kostet nicht viel und ist wirklich sehr praktisch. Okay, Leute, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt viel in die Kommentare und würde mich freuen, wenn ihr auch mal reinschreibt, was ihr so mit auf die Suche nimmt oder wenn ihr draußen seid, vielleicht kann ich da auch noch was lernen und vielleicht ein paar praktische Tipps. Okay, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video.